Frage bezüglich YouTube-Videos. Guten Tag. Ich habe mir deine Videos bezüglich Inkasso angeschaut und finde diese sehr informativ. Danke dafür. Nun eine Frage, und zwar, wenn man eine E-Mail von Infoscore bekommt wegen Inkasso-Kosten bei einer Bestellung von Amazon, wie geht man damit am besten um? Ich habe den Originalbetrag des Produktes an Amazon überwiesen und Inkasso-Kosten ignoriert, aber dennoch wurde mir von Amazon gesagt, dass die Bestellung noch als offen gilt. Deshalb kann ich momentan auch nichts mehr auf Amazon bestellen, weil es als ungezahlt gilt. Wird diese offene Bestellung es als bezahlt markiert, wenn ich die Inkassokosten bezahlt habe, mit freundlichen Grüßen. Und zwar, du hast bei Amazon Ware bestellt. Dementsprechend hast du natürlich Amazon vorher durch eine Einzugsermächtigung bewilligt, dass sie das Geld von deinem Konto abbuchen dürfen. Du hast die AGBs akzeptiert, also bist du auch einen Vertrag eingegangen. Dementsprechend hat Amazon auch das Geld abgebucht und du hast das Geld dann wiederum auf dein Konto zurückgebucht. Oder von mir aus, du hattest gar kein Geld auf Konto gehabt. Je nachdem, auf jeden Fall ist bei Amazon auf Konto kein Geld eingegangen. Du wurdest dann ermahnt, innerhalb von so und so vielen Tagen das Geld zu begleichen, hast du nicht gemacht. Du hast auf die Mahnung nicht reagiert. Dementsprechend hat Amazon jetzt die Schnauze voll, weil sie haben sehr viel Betrieb und sehr viel zu tun. Also haben sie es einfach an Infoscore Forderungsmanagement als Inkassounternehmen weitergegeben, damit sie das Geld hier eintreiben können. Es gibt jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Und zwar einmal beauftragt Amazon Infoscore für sie die Forderungen anzutreiben. Hier müssen sie dir ein Vollmacht vorlegen, ganz wichtig. Also, wenn sie dir kein Vollmacht vorlegen, dann haben sie auch gar nicht zu melden. Denn das sind zwei verschiedene Unternehmen mit zwei unterschiedlichen Handelsregisternummern. Also, entweder Vollmacht oder ein sogenanntes Abtretungsrecht. Das bedeutet, Amazon hat dann die Schulden, die du verursacht hast, an Infoscore verkauft. Wenn du natürlich innerhalb einer bestimmten Frist nicht zahlst, dann ist ganz klare Sache, dass einmal auch sowas wie Verzugsschaden entstehen. Jetzt sagst du, du hast das Geld bei Amazon bezahlt und sie sagen trotzdem immer noch, die Bestellung ist offen. Das bedeutet, entweder hat Inkasso sich bei Amazon noch nicht gemeldet oder warten erst, bis du die volle Summe zahlst, dann werden sie sich melden. Infoscore Forderungsmanagement GmbH, bitte überweisen Sie umgehend irgendwas auf unsere Konto. Und zwar, hier steht, trotz letzter Mahnung haben sie das Geld nicht beglichen. Da hat man dir eine Frist gesetzt, das Geld zu begleichen bis irgendwann mal. Und hier steht, in der vorbezeichneten Angelegenheit haben wir uns bereits an sie gewandt und die Forderung unserer Auftraggeberin einschließlich der aufgrund ihrer Zahlungsverzug verursachten Verzugskosten geltend gemacht. Sie können nicht zahlen, kein Problem, wir bieten Ihnen eine Art Ratenzahlungsvereinbarung an. Wenn man die Summe direkt an Gläubiger bezahlt hat, dann muss man sich mit einem Inkassounternehmen gar nicht auf irgendwelche Ratenzahlungen einlassen. Ihre Zahlung an unsere Auftraggeberin, ganz wichtige Stelle hier, und zwar hier steht, bitte richten Sie künftige Überweisungen direkt an uns. Ich gehe davon aus, Amazon alles an Infoscore abgetreten hat und aus der Sache raus ist. Warum kann man das Geld nicht direkt an Gläubiger zahlen? Warum muss man hier extra dick in schwarz schreiben, dass man das Geld nur hier an diese zu richten hat? Dann kommen hier dementsprechende Bezeichnungen, und zwar Forderungs-, Darlegung, Bestellnummer, Kaufvertrag, Produktbeschreibung, Vertragdatum, Vertragabschluss, Mahngebühren, Inkassokosten, Zinsen, bla bla bla. Und dann geht es hier rüber auf Forderungsberechnung. Hier kommen jetzt die einzelnen Positionen, Mahnforderungen, Mahnauslagen. Dann haben wir Inkassokosten, Verzugszinsen und. Zu guter Letzt versucht natürlich Infoscore hier auf Gerichtsvollzieher zu tun. Und zwar, hier steht Angaben zur Vermögenssituation. Also wer das hier ausfüllt und abgibt, ist einfach ein Vollidiot. Mehr kann man dazu nicht sagen. Denn kein normaler Mensch erklärt irgendein Unternehmen, der weder ein Abtretungsrecht noch Vollmacht besitzt, seine finanzielle
Situation. Warum soll ich hier angehen, wo ich arbeite, damit sie gleich meinen Lohn finden können oder was? Also so dumm bin ich nicht. Ja? Und hier auch Einkommen und Ausgabenverhältnisse. Das kann nur ein Gerichtsvollzieher beantragen, und zwar erst, wenn er einen Überweisungsbeschluss in den Händen hält. Ja? Also das ist sowieso das allerletzte Schrott. Bitte nicht ausfüllen. So, du wirst jetzt Folgendes machen. Und zwar, schick bitte per E-Mail oder von mir aus schriftlich die Überweisung an Amazon und sag denen, du hast das Geld bezahlt, weil Infoscore kein Vollmacht oder ein Abtretungsrecht vorgelegt hat, wirst du die Inkassokosten nicht begleichen. Inkassokosten sind nicht Teil dieser Summe. Warum? Amazon verfügt über eigene Rechtsabteilung. Das ist ein riesengroßes Unternehmen. Das ist ein riesengroßes Konzern. Sie müssen nicht Inkasso beauftragen. Sie können auch selber Mahnungen rausschicken. Wenn du nicht reagierst, dann kann man einen gerichtlichen Mahnbescheid beantragen. Verstehst du? Ein Mahnbescheid kostet 23 Euro. Inkasso kostet irgendwas mit 70, 80, je nachdem, wie hoch die Summe ist. Verstehst du? Also, Kasso schreibst du dann genau das Gleiche. Du sagst, ihr hättet ohne Vollmacht und ein Abtretungsrecht mir keine Rechnung schicken dürfen. Es sind keine Verzugsschaden oder Schäden entstanden. Der Gläubiger hätte gegen mich auch einen Mahnbescheid erlassen können. Und damit ist die Sache erledigt. Zu guter Letzt kannst du auch beide Unternehmen dazu auffordern, dich gerichtlich zu verklagen. Aber werden sie nicht machen. Weißt du warum? Weil die Kosten bereits beglichen sind und diese paar Euro an Verzugsschäden oder Zinsen, dafür zieht weder Amazon noch Infoscore vor Gericht. Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Alles Gute und bis bald.